Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einer neuen Regelerklärung. Lock and Roll. Hier zeige ich euch das Originalcover. Das Spiel wird Ende Oktober, Anfang November 2020 erscheinen und es ist die Neuüberarbeitung des Spiels Rollercade. Die Regeln haben sich ein wenig geändert, aber hier bekommt ihr die neuen Regelerklärungen. Bei der Ausstattung hat sich auch ein bisschen getan. Das sind die alten Karten. Die neuen blende ich euch hier ein. Sonst ist noch ein neuer Kartentyp dazugekommen. Den werde ich euch aber auch erklären. Es ist ein schönes Familienspiel von 1 bis 4 Spieler. Die Einzelspieler-Variante werde ich euch in einem separaten Video erklären. Und da wird es dann auch ein Let's Play zu geben. Hier bekommt ihr die ausführliche Regelerklärung inklusive Aufbau und Spielablauf von Lock and Roll. Verlieren wir auch keine Zeit und legen auch gleich los. Auf geht's! Spielidee und Ziel des Spiels. Im Laufe des Spiels legt ihr reihum Strecken aus und würfelt. Und dann bekommt ihr immer zu sehen, wie weit Emma fahren darf. Dabei besteht immer die Gefahr, dass Emma entgleist. Das beschert euch Strafpunkte. Ziel des Spiels ist es, eure Karten loszuwerden und möglichst wenig Strafpunkte zu kassieren. Wer das am besten macht, gewinnt das Spiel. Spielmaterial und Spielaufbau. Einmal gibt es die Lokomotive Emma, dann 4 Würfel. Dazu kommen dann 46 Gleiskarten, 4 Gleisbruchkarten und 5 Schuttkarten. Jetzt zeige ich euch einmal, wie sie in der neuen Variante aussehen. Einmal die Gleiskarten, Gleisbruchkarten und die Schuttkarten. So, Spielvorbereitung. Alle Karten werden zusammengemischt. Und lege sie dann als verdeckten Nachziehstapel bereit. Lege zu Beginn des Spiels ein Schienennetzwerk aus 4 Karten aus. Beachte dabei aber die Anlegeregeln. Zu denen kommen wir aber gleich. Jeder von euch zieht abwechselnd eine Karte und platziert sie in die Mitte. Solltet ihr dabei eine Schuttkarte ziehen, legt ihr diese zur Seite und mischt sie nach dem Auslegen, sprich jetzt, wieder zurück in die Karten. Stellt die Lokomotive Emma auf die dritte Karte. Karte 1, Karte 2, Karte 3. Sie guckt immer in die Richtung. Sie kann nicht umdrehen, sondern fährt immer hier lang. Kommen wir jetzt zu den erlaubten Anlegeregeln. Erlaubt. Auch das ist erlaubt. Sowas ist selbstverständlich nicht erlaubt, aber das wäre erlaubt. Das ist erlaubt, aber das ist wieder nicht erlaubt. Die Schienen müssen miteinander verbunden sein, die Karten dürfen sich aber nicht überlappen. Jetzt entfernt ihr Karten vom Nachziehstapel. Bei 4 Spieler kommen 7 raus, bei 3 Spieler kommen 9 raus und wenn ihr zu zweit seid, kommen 11 raus. Die kommen zurück in die Schachtel. Jetzt teilt ihr pro Spieler 2 Karten aus. Und haltet die Karten verdeckt. Wer zuletzt mit einer Dampflok gefahren ist, beginnt das Spiel oder ihr lost es aus. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Das Spiel geht im Uhrzeigersinn über mehrere Runden. Ihr seid dran, dann ist der nächste dran und so weiter. Und geht so lange, bis der Nachziehstapel leer ist. In deinem Zug ziehst du als erstes immer eine Karte. Danach führst du eine von 3 unterschiedlichen Aktionen durch. Aktionsmöglichkeit 1, passen. Aktionsmöglichkeit 2, ein oder mehrere Streckenkarten anlegen und die dritte Aktionsmöglichkeit, ein oder mehrere Schuttkarten abwerfen. Kommen wir jetzt zur Aktionsmöglichkeit 1, passen. Diese Aktion ist immer erlaubt und manchmal die einzige Möglichkeit. Wenn du passt, bewegst du Emma genau eine Karte nach vorne, aber nur, wenn es möglich ist. Wenn sie schon hier steht, passiert nichts. Emma entgleist nie, wenn du passt. Dann nimmst du dir eine Strafkarte. Strafkarten werden immer von hinten nach vorne genommen. In diesem Fall nehmen wir eine und legen sie auf unseren Ablagestapel. Müssten wir mehr Strafkarten nehmen, dürften wir sie in einer beliebigen Reihenfolge auf unseren Ablagestapel legen. Dazu später aber mehr. Ein anderes Beispiel. Sollte es zufällig so aussehen, dann brauche ich keine Strafkarte nehmen, weil die Karte, wo Emma draufsteht, darf nicht weggenommen werden. Also bekomme ich keine.
Kommen wir zu einem Beispiel. Sollte ich mal mehr Strafkarten nehmen müssen? Zum Beispiel 3. Die erste, die zweite, die dritte kann ich nicht nehmen, weil Emma draufsteht. Dann bekomme ich diese beiden Strafkarten und kann sie dann in beliebiger Reihenfolge auf meinen Ablagestapel legen. Hier ganz wichtig, wir können kombinieren. Wenn wir kombinieren, können wir Strafkarten loswerden. Sprich, unser Ablagestapel reduziert sich. Das machen wir wie folgt. Wir schauen uns die oberste Karte an. Das ist eine 2. Wenn wir jetzt wieder eine 2 drauflegen, haben wir sie miteinander kombiniert. Und diese beiden Karten kommen aus dem Spiel in die Schachtel. Sprich, diese Minuspunkte hier bekommen wir nicht mehr. Sie kommen weg. Dann müssen wir die 4 noch ablegen. Sollte hier auch wieder eine 4 liegen, gibt es wieder eine Kombination und die Karte geht auch weg. Aber in diesem Fall passiert nichts. Wichtiger Hinweis, du darfst dir jederzeit deinen Ablagestapel anschauen. Manchmal ist es nämlich clever, Strafkarten zu nehmen, um seinen Ablagestapel möglichst klein zu halten bzw. komplett abzubauen. So bekommt ihr die Strafpunkte weg und eure Chance, das Spiel zu gewinnen, erhöht sich ungemein. Kommen wir zur Aktionsmöglichkeit 2, Streckenkarten anlegen. Hier kannst du ein oder mehrere Streckenkarten mit der gleichen Zahl an das Streckenende anlegen. Beachte dabei bitte die Legeregeln. Die sind wie folgt. Karten dürfen nur horizontal oder vertikal angelegt werden. Die Schienen der Karten müssen miteinander verbunden sein. So, nicht so. Und die Karten dürfen nicht überlappen. Das hatte ich euch gerade schon gezeigt. Wir schauen uns die letzte Karte an. Sie hat die Zahl Nummer 4. An eine 4 dürfen wir eine weitere 4 anlegen, eine 3 oder eine 1. Eine 2 dürfen wir nicht anlegen. Bei den neuen Karten sieht man hier unten links dann eine 2 durchgestrichen, um zu zeigen, dass man sie hier nicht anlegen darf. Das ist eine gute Überarbeitung. Es gibt auch nur die 4 Zahlen. Ganz einfach gesagt, die Differenz beim Anlegen darf nie 2 sein. Also an die 4 darf ich die 3, die 4 oder die 1 anlegen. Würde so meine Hand aussehen, dürfte ich entweder diese Karte anlegen oder diese Karte anlegen oder mehrere Karten mit der Nummer 1 anlegen. Zum Beispiel so. Aber ich dürfte nicht mixen. Ich dürfte nicht eine 1, eine 3 oder 4 anlegen. Und eine 2 darf ich ja gar nicht anlegen. Nachdem wir unsere Karten angelegt haben, zählen wir die Zahlenwerte der neuen Karten. Das sind 3 und würfeln mit dementsprechend vielen Würfeln. Brauchen wir mehr als 4 Würfel, weil wir zum Beispiel 3 mal 2 angelegt haben, dann würfeln wir einfach nochmal. Für jedes Radsymbol fährt Emma genau eine Karte Richtung Ende. Kommen wir jetzt zur detaillierten Erklärung Entgleisen. Immer wenn Emma vorrückt und es gibt keine Karte mehr, dann entgleist sie. Und dann nehmen wir Strafkarten in Höhe der fehlenden Streckenkarten, die Emma sich nicht mehr bewegen konnte. Kommen wir zu einem Beispiel. Wir sind am Zug, ziehen zuerst eine Karte und wollen Karten ausspielen. An eine 1 dürfen wir eine 1, eine 4 oder eine 2 anlegen, nicht die 3. Wir entscheiden uns, die 4 anzulegen. Dann würfeln wir mit 4 Würfeln, weil die neue Karte eine 4 hat. 3 Räder. Emma fährt ein Rad. Und jetzt müssten wir noch 2 Räder weiterfahren. Das können wir nicht, also entgleist Emma. Und wir müssen 2 Strafkarten nehmen. 1, 2. Diese Karten müssen wir auf den Ablagestapel legen. Aber wir können uns aussuchen, welche zuerst gelegt wird. Dann legen wir 4 auf 4. Das ist eine Kombination. Dementsprechend kommen die beiden Karten weg. Keine Minuspunkte mehr. Ab in die Schachtel. Und wir legen noch die 2 hier hin. Jetzt wäre der nächste Spieler am Zug. Kommen wir jetzt zu den Gleisbruchkarten. Fährt Emma über eine Gleisbruchkarte oder kommt darauf zu stehen, so gerät sie kurzzeitig aus dem Takt. Entgleist aber nicht. Wir würden uns dann eine Strafkarte nehmen und sie am runden Ende auf unseren Ablagestapel legen. Kombination möglich.
Dann fährt Emma weiter, wenn sie noch Schritte hat. Hier auch ein Beispiel. Wir sind dran, ziehen eine Karte, können hier eine 1 oder eine 3 anlegen. Ich lege eine 3 an, muss dann mit 3 Würfeln würfeln. 2 Felder fährt Emma. Gleisbruch, ich muss eine Strafkarte ziehen. Die lege ich erst gleich ab und fahre dann noch ein Feld. Und Emma ist nicht entgleist, es passte mit den Feldern, also muss ich keine Strafkarte nehmen und muss jetzt diese Strafkarte hier drauflegen. Leider keine Kombinationsmöglichkeit, einfach ablegen. Jetzt ist wieder der nächste Spieler am Zug. Kommen wir jetzt zur dritten und letzten Aktionsmöglichkeit. Schuttkarten abwerfen. Diese Aktion ist nur möglich, wenn du mindestens eine Schuttkarte hast. Lege dann ein oder mehrere Schuttkarten ab. Ihre Zahl hier oben ist egal. Nacheinander auf den Ablagestapel. Kombination ist erlaubt. Also, ich entscheide mich erstmal die 3 abzulegen. 3 auf 3 passt perfekt, kommt in die Schachtel. Und dann 2 auf 2 passt perfekt, kommt auch in die Schachtel. Und jetzt ist der nächste Spieler wieder dran. Kommen wir jetzt zum Rundenende und Wertung. Wie ich schon erwähnt habe, das Spiel endet, sobald die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen wird. Wer die letzte Karte zieht, führt seinen Zug noch aus. Nun legt jeder seine Karten von der Hand auf den Ablagestapel. Jetzt ist keine Kombination mehr möglich. Danach zählt jeder seine Strafpunkte. 1, 3, 5, 7, 10, 12. Wer die wenigsten Punkte hat, gewinnt. Im Fall eines Gleichstandes gewinnt derjenige, der insgesamt die wenigsten Karten auf dem Ablagestapel hat. So, das war die ausführliche Regelerklärung zu Lock'n'Roll. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich selbstverständlich über einen Daumen hoch und ein Abo. Hier oben gibt es noch viele, viele neue und alte Regelerklärungen. Und wie immer, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.